Am Morgen strahlt die Sonne auf die Erde. Das Land erwärmt sich nun schneller als das Wasser. Die warme Landluft steigt nach oben. Dort bildet sich dann das Hochdruckgebiet. Und unterm Hochdruckgebiet entsteht dann das Tiefdruckgebiet, weil die warme Luft nach oben entwichen ist. Oben entweicht die Luft zu den Seiten. Dabei kühlt sie sich ab und wird zum Tiefdruckgebiet. Die schwere, kalte Luft sinkt nach unten, da kalte Luft schwerer als warme Luft ist. Dabei drückt die Luft auf den Boden. Dort ist dann ein Hochdruckgebiet. Und von Hochdruckgebiet zum Tiefdruckgebiet entsteht Wind. Deswegen weht der Wind am Tag vom Wasser zum Land. Abends ist der Vorgang genau der gleiche, nur dass die warme Luft vom Wasser hochsteigt und der Wind vom Land zum Wasser weht.